Sie ist fit genug, um das zu stabilisieren, zu halten. Wenn es nicht geht, setz sie in ein Plank. Genau. Wunderbar. Nimm ruhig mal die Schultern, die Ellenbogen ein bisschen tiefer. Deine Schulterblätter nach unten ziehen und dein Becken noch ein bisschen mehr nach vorne. Wunderbar. Genau so. Super. Genau. Versuch mal, Ute, noch ein bisschen höher. In die Plyometrie richtig raus. Weit nach oben. Komm. Hopp. Gut. Genau. Ganze Energie und Stopp. Pause. Bei der Ausführung achten wir auch wieder darauf, als Trainer hier eine Linie zu halten, Schulter-Handlinie, dass der Bauch ganz fest angespannt ist, dass der Teilnehmer hier nicht absackt in der Lendenwirbelsäule, Gesäß angespannt wird, die Oberschenkel, wenn sie nach hinten führt, auch komplett gestreckt und angespannt sind. Komm ein gesamtes Stück nach vorne, hast du mehr Platz. Jawohl, komm hoch, wow, gib alles, sehr gut. Super. Und Olivia, ganz schnell. Wechsel, 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 wechsel. Jawohl. Hochkonzentriert. Gut, sieht es aus. Gehen wir in den Climber hinein. Bedeutet, du ziehst mal im Wechsel die Knie nach vorne. Gerade. So. Das wäre die nächste Variante. Bedeutet, hier sind wir instabiler, nur noch auf einer Seite. Das sollte der Teilnehmer auch erstmal lernen, auszugleichen mit der schrägen Bauchmuskulatur. Schulter nach hinten, geh ein Stück weiter raus, dass du merkst, dass dein Bauch jetzt fest anspannen muss. Was wir jetzt machen, wir drehen uns einmal bitte nach rechts und halten hier ganz weit. Bleib hinten in der Neigung. Halte auf 20 Sekunden, vergiss das Atmen nicht. Zieh die Schultern nach unten. Bleibe, wir haben noch ein paar Sekunden. Sehr schön.